Und wir kommen zur Aktuellen Stunde zum Thema Gewaltfreiheit als unverhandelbare Grundlage politischer Meinungsbildung. Einreicher ist die CDU-Fraktion. Herr Krüger, Sie haben als Erster das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, es ist gerade einmal wenige Wochen her, da erschütterte ein Anschlag auf die Buchhandlung unserer Stadtratskollegin Susanne Dagen nicht nur diesen Rat, sondern auch die Dresdner Bevölkerung. Während des Anschlages hielten sich Menschen im Haus auf. Nicht auszudenken, was neben dem entstandenen materiellen Schaden alles hätte passieren können. Der Anschlag ist nicht der erste, wohl aber bislang schwerste Akt der Gewalt gegen politische Meinungsträger in dieser Stadt, egal aus welcher politischen Richtung sie angehören. Das können und das wollen wir einfach nicht hinnehmen. Wir wissen alle, dass wir in aufgeregten politischen Zeiten leben. Und manche Debatte wird hitziger geführt, als es sein müsste. Dieser Akt der Gewalt überschreitet aber jegliche Grenze. Wir haben diese Aktuelle Stunde einberufen, weil es uns ein wichtiges ist, dass der Stadtrat gemeinsam ein klares Zeichen gegen jede Gewalt in der politischen Auseinandersetzung setzt. Wir haben bereits in diesem Antrag für diese Aktuelle Stunde formuliert, dass es unser Ziel ist, dass alle Mitglieder dieses Rates sich auf einen gemeinsamen Konsens verständigen. Wir alle, von ganz rechts bis ganz links, verurteilen und echten Gewalt in der politischen Auseinandersetzung. Ich danke daher dem Oberbürgermeister außerordentlich, dass er einen in meinen Augen sehr ausgewogenen und differenzierten Entwurf einer solchen gemeinsamen Erklärung vorgelegt hat. Ich gebe offen zu, dass mich die Diskussion im Ältestenrat dazu sehr betroffen gemacht hat. Ich konnte mir auch angesichts meiner doch langen Zugehörigkeit in diesem Rat einfach nicht vorstellen, dass man diesem Entwurf nicht zustimmen kann. Der einzige Grund, der dort genannt wurde, war lediglich, es war zu wenig Zeit. Wir alle sind erfahrene Hasen hier in diesem Rat und wir wissen, wie manche Entscheidungen manchmal auf der letzten Minute zu hohen Beträgen, zu wichtigen Entscheidungen hier noch auf den Fluren zum Beispiel in Auszeiten und Unterbrechungen gefällt werden. Und dann sich nach 10 Tagen hinzustellen, es wäre zu wenig Zeit gewesen, es ist einfach nur billig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Stadträte tragen eine besondere Verantwortung. Als direkt gewählte Repräsentanten unserer Bevölkerung, aber auch als Teil dieser Bürgerschaft. Wenn Sie noch Zeit für diese Entscheidung brauchen, ob Sie sich der Erklärung zur Ächtung von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung anschließen können, dann müssen Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe aber, dass am Ende jeder Einzelne von Ihnen zustimmt. Wir werden solche Gewalt nicht akzeptieren und wir werden sie auch nicht tolerieren. Der Oberbürgermeister schreibt sehr richtig, dass Gewalt oftmals aus Hass entsteht. Das trifft zu. Es ist daher wichtig, bereits dem zunehmenden Hass entgegenzutreten. Es ist aber ebenso wichtig, Hass auf der einen Seite und Gewaltanwendung auf der anderen Seite nicht gleichzusetzen. So vermute ich, dass mancher auf der linken Seite uns gehasst hat für den Bau der Waldschlößchenbrücke oder den Verkauf der Woba. So etwas bleibt nicht aus. Aber keinem, wirklich keinem von ihm würde ich unterstellen, dass er zu gewaltsamen Mitteln gegriffen hätte, um diese Entscheidungen zu beeinflussen. Bei Gewalt ist nicht eine Grenze überschritten, sondern jede Grenze. Gewalt, egal von wem und gegen wen sie ausgeht, ist als Mittel der politischen Einflussnahme absolut ausgeschlossen. Sie darf weder toleriert noch klammheimlich hingenommen werden, nur weil sie vielleicht gerade die eigenen politischen Ansichten stützt. Ich möchte an all diejenigen appellieren, die im Moment noch damit hadern, sich der gemeinsamen Erklärung anzuschließen. Erst der Ausschluss von Gewalt macht Demokratie
und demokratischen Streit möglich. Dieser demokratische Streit, das Ringen um den besten Weg für unsere Stadt, das Aushandeln mitunter auch ungeliebter Kompromisse, ist der beste Garant, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und aktuellen Gegebenheiten anpassen kann. Demokratie mag mitunter anstrengend sein, aber sie ist die beste Gesellschaftsform, die wir haben. Wer im politischen Streit auf Gewalt setzt, lehnt den demokratischen Streit ab, da er sich selbst im Besitz der endgültigen Wahrheit wähnt. Wer so handelt oder auch nur in Erwägung zieht, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Antidemokrat. Und wohin Antidemokraten dieses herrliche Land in den letzten 100 Jahren schon zweimal geführt haben, muss ich keinem hier sagen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass sich alle Mitglieder des Rates einig werden und klar aussprechen: So nicht. Wer Gewalt anwendet, ist immer im Unrecht. Er steht auf der falschen Seite, egal welche politischen Ziele er vorgibt zu verfolgen. Der Dresdner Stadtrat sollte Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung niemals akzeptieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Krüger, als Einreicher des Antrages. Wir steigen in die Runde ein. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Scharnitzky, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Gewalt ist kein Mittel der demokratischen politischen Auseinandersetzung. Das gilt sowohl für physische Gewalt, das gilt ebenso für psychische Gewalt. Gewalt ist nie ein Mittel demokratischer politischer Auseinandersetzung. Und darum lehnen wir als grüne Fraktion Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ab und distanzieren uns, das ist selbstverständlich. Ich muss an dieser Stelle aber auch einräumen, es gab andere Übergriffe auf Dresdner Stadträte, beispielsweise den Brandanschlag auf das Auto von Max Aschenbach, bei dem wir uns als Stadtrat nicht annähernd so klar positioniert haben und auch nicht so prominent. Wohl in allen Fraktionen lassen sich diese Beispiele finden, so auch bei uns Grünen. Ein Farbanschlag auf das Büro von Kathi Bischofberger, Drohungen auf offener Bühne gegen Thomas Löser. Darüber hinaus gibt es immer wieder Vorfälle, die durch Kolleginnen bewusst nicht öffentlich gemacht werden. Diese Angriffe richten sich gegen die Betroffenen selbst und sie richten sich, das wurde auch gerade schon erläutert, eben auch gegen ihre Familien. Sie führen zu finanziellem Schaden und zu Angst bei Menschen, die mit dem Stadtrat nichts zu tun haben. Sie machen politische Menschen stumm. Im Zweifel machen sie nicht diejenigen stumm, die getroffen wurden, sondern auch die, die aus der Beobachtung heraus Angst entwickeln, die ihren Familien solche Angriffe nicht zumuten wollen, die darum nicht kandidieren, nicht sprechen, sich nicht zeigen. Was können wir als Stadtrinnen und Stadträte konkret tun, um diesen Angriffen etwas entgegenzusetzen? Wir müssen uns, so bin ich der festen Überzeugung, als Demokratinnen uneingeschränkt zu demokratischem Pluralismus bekennen. Hier im Stadtrat und in unseren übrigen Wirkungsfeldern, wo wir zwangsläufig auch als Stadträtinnen des Dresdner Stadtrats wahrgenommen werden. Demokratischer Pluralismus heißt auch, dass Positionen und Diskursen keine Bühne geboten wird, die sich gegen die Demokratie, den Rechtsstaat und seine Werte richten. Seit Jahren treten Akteurinnen der neuen Rechten in Dresden auf, die ihre staatsfeindlichen Positionen unwidersprochen postulieren können und dafür Applaus erfahren. Das trägt aus meiner Sicht ganz entscheidend zu einem politischen Klima bei, in dem ein Stein oder ein brennendes Auto irgendwann fast harmlos erscheinen. Wir haben es nicht nur mit verbalen Unflätigkeiten gegen politische Akteurinnen zu tun, sondern Morddrohungen sind die tägliche Realität, das kann man auch der Bundespresse entnehmen. Und psychische und auch physische Bedrohungen gegen Politikerinnen lassen Politikerinnen in Kommunen auch immer wieder in ihrem Engagement kapitulieren. Auch das haben wir in Sachsen an verschiedenen Beispielen gesehen. Es gipfelt, und das macht mich nach wie vor betroffen, in einem Mord an einem Regierungspräsidenten. Walter Lübcke wurde auf seiner eigenen Terrasse erschossen. Diesem menschen- und demokratiefeindlichen Klima hier in Dresden, aber auch überall etwas entgegenzusetzen, lässt sich aus meiner Sicht eben nicht einfach nur unterschreiben. Dafür ist ein Prozess vonnöten. Positionen und Perspektiven müssen verhandelt werden.
Ich bitte darum, die Verwaltungsspitze und namentlich den Oberbürgermeister Herrn Hilbert, diesen Prozess für uns als Stadtrat mit uns gemeinsam zu gestalten. Mit einem Forum, wo wir uns nicht gegenseitig zum Sündenbock machen, sondern auf Augenhöhe miteinander unsere Perspektiven verhandeln. Und ich glaube, und ich gehöre ja zu den 15 Frauen, die das Papier am Montag mit vorgestellt haben, dass wir mit diesem Papier und dem Vorschlag der Verwaltung und dass das zusammengeführt werden muss in einem moderierten Prozess, wo wir auch mal offen darüber reden, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir das alles unterschreiben, was wir da in wohlgewählten Worten formulieren. Ich glaube, dass dieser Prozess uns allen guttun wird und dass er auch zu einer besseren Kultur hier im Stadtrat beitragen wird und dass wir damit auch unserer Vorbildwirkung in dieser Stadt wieder besser gerecht werden können. Insofern, ich bin nicht dagegen, Papiere zu unterschreiben. Ich habe das getan und ich habe das bewusst getan. Ich bringe mich aber gerne in den Diskussionsprozess um das Papier ein. Und ich überlege gern im selben Atemzug, was wir dann daraus machen wollen. Ich freue mich also wirklich sehr auf eine Debatte mit Ihnen allen und freue mich auf eine bessere und hoffentlich gelingendere Debattenkultur auch hier im Rat. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schanetzki. Nächster Redner für die AfD-Fraktion ist Herr Braun. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen im Dresdner Stadtrat, liebe Bürger, diese Aktuelle Stunde behandelt eigentlich Selbstverständliches. Gewaltfreiheit ist in einer Demokratie eine unverhandelbare Grundlage der politischen Meinungsbildung. Dieser demokratische Grundkonsens wird jedoch von Extremisten abgelehnt. Gewisse Personengruppen schrecken vor Gewalt gegen das Eigentum anderer, aber auch gegen die körperliche Unversehrtheit von Andersdenkenden nicht zurück, um ihren politischen Positionen und Zielen Nachdruck zu verleihen, um einzuschüchtern und Angst zu verbreiten. Diesen Tendenzen müssen wir als Stadtrat immer wieder aufs Neue klar und deutlich widersprechen. Wer Gewalt anwendet oder androht, verlässt den zivilisierten Korridor der politischen Meinungsbildung. Und die Täter müssen klar benannt werden. Egal, ob es sich um Rechtsextremisten oder Linksextremisten handelt. Und die Opfer haben unsere Solidarität verdient, auch wenn sie nicht aus dem eigenen politischen Lager stammen. Der Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz von Stadträtin Susanne Dagen war dabei nur die Spitze des Eisbergs. Dieser erschreckende Vorfall war nun ein besonders aggressiver Akt, der zu Recht viel Aufmerksamkeit auch weit über Dresden hinaus erregt hat und der uns zum Nachdenken anregen sollte. Denn Fälle von Gewalt, von Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Bedrohungen kennt gewiss jeder von Ihnen hier im Saal, egal welcher Fraktion er oder sie angehört. Allein diese Tatsache finde ich beunruhigend. Aggressionen und Anfeindungen beschränken sich schon längst nicht mehr auf die vermeintlichen gegenüber der politischen Ränder, sondern treffen insgesamt unser demokratisches Gemeinwesen. Da werden die Büros von Partei, Fraktionen oder einzelnen Abgeordneten beklebt, beschmiert oder anderweitig teilweise schwer beschädigt. Auch vor privaten Wohnstätten wird kein Halt gemacht. Fahrzeuge brennen. Plakate und anderes Werbe- und Informationsmaterial werden mutwillig zerstört. Man wird auf offener Straße für seine politische Position beleidigt oder sogar bedroht. Oder man erhält anonyme Schreiben bis hin zur Morddrohung. Diese Formen von Angriffen haben zumeist glücklicherweise nicht die Intensität dessen, was Frau Dagen widerfahren ist. Aber solche Gewalttaten finden regelmäßig statt und dies meistens ohne größeres Presseecho und ohne Diskussion im Stadtrat. Der Dresdner Stadtrat sollte klar Position beziehen, denn egal, ob es ein kleiner oder ein großer Angriff ist, jeder dieser Angriffe richtet sich nicht nur gegen den Betroffenen dieser Tat, sondern auch gegen die demokratischen Spielregeln. Dies führt im schlimmsten Fall zu einer vergrößerten gesellschaftlichen Kluft und einer weiteren Verrohung im politischen Miteinander. Fremden- und verfassungsfeindliche Parolen an eine Synagoge oder eine Moschee zu sprühen, ist genauso zu verachten wie die Angriffe mit Farbbeuteln oder mit Farbe gefüllten Feuerlöschern auf Immobilien von vermeintlichen Miethaien oder Gentrifizierern.
Auch der Kampf für eine vermeintlich gute Sache rechtfertigt unter keinen Umständen gewalttätige Aktionen. Und wir, die AfD-Fraktion, würden uns natürlich wünschen, dass linksextremistische Straftaten genauso konsequent durch die Gesellschaft und die Justiz geahndet werden wie rechtsextreme Straftaten. Wer der Stadtratskollege nicht weiß, wir sind uns oftmals nicht einig. Wir streiten hier im Stadtrat auch gelegentlich nicht um das bessere Argument, sondern wegen der eigenen politischen Überzeugung. Und wir gehen uns manchmal wirklich sehr hart an, bis unter die Gürtellinie. Wir sollten also versuchen, als gutes Vorbild voranzugehen und bei der politischen Meinungsbildung etwas mehr auf Deeskalation setzen. Dass wir es als Stadtrat nicht schaffen, eine gemeinsame Erklärung gegen Gewalt zu verabschieden, ist traurig. Solch ein gemeinsamer symbolischer Akt hätte zumindest ein positives Signal an die Dresdner Bürger senden können. Aber so bleibt das Bild eines Stadtrates, der nicht einmal in der Lage ist, so etwas Selbstverständliches wie die Gewaltfreiheit als unverhandelbare Grundlage der politischen Meinungsbildung in einer Demokratie anzuerkennen. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke, Herr Matthies, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute eine Ausnahme von unseren Gepflogenheiten machen und in dieser aktuellen Debatte nicht mit unserem eigenen Standpunkt beginnen, sondern damit, was ein sehr konservativer, der Linken sehr fernstehender Dresdner Journalist dazu beigetragen hat. Also zunächst ein längeres Zitat von Dirk Bürgel aus der DNN vom letzten Sonnabend unter der Überschrift »Was soll der Quatsch?« Zitat Bürgel: Symbolpolitik war bisher eher eine Domäne des linken Parteienspektrums. Egal, ob es um Frieden, Freiheit oder sonst ein globales Problem ging, durfte sich der Stadtrat in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit mit Dingen auseinandersetzen, an denen er nichts ändern konnte. Aber erstens diskutiert das Gremium gern und leidenschaftlich, zweitens scheint es in Dresden an echten Problemen zu mangeln und drittens kann es ja nie schaden, mal ein Zeichen zu setzen, wofür oder wogegen auch immer. Nun scheint aber die Dresdner CDU den Spielplatz der Schaufensteranträge besetzen zu wollen. Geht es nach ihr, dann soll sich der Stadtrat mit dem Buttersäureanschlag auf das Buchhaus Loschwitz befassen. Das wird betrieben von der Stadträtin Susanne Dagen, Freie Wähler, die der neuen Rechten zugerechnet werden darf. Frau Dagen polarisiert und lädt regelmäßig Gesinnungsgenossen in ihren Buchladen ein, was einerseits ihr gutes Recht ist und andererseits natürlich noch lange kein Grund, ihr die Fensterscheibe einzuschmeißen und Buttersäure hinterherzuwerfen, auf dass der Lesetempel stinke wie ein Komposthaufen im Hochsommer. Damit ist eigentlich Ende der Debatte. Aber die Union möchte, dass möglichst jeder sich möglichst weit von diesem Anschlag distanzieren möge. Sie möchte damit natürlich die Linke piesacken, denen sie eine klammheimliche Sympathie mit den Steineschmeißern unterstellt. Man darf also gespannt sein, wer im Rat die größten Krokodilstränen heult. Der Erkenntnisgewinn dürfte hart gegen Null tendieren. Damit endet an dieser Stelle das Zitat von Dirk Bürgel. Und ich sagte ja schon, er steht weit weg von der Linken. Ich mache mir deshalb das Zitat auch nicht zu eigen. Er hat natürlich in manchen Punkten Unrecht, zum Beispiel wenn er behauptet, Symbolpolitik sei bisher eine Domäne der linken Seite gewesen. Dem ist nicht so. Und prinzipiell spricht auch nichts dagegen, wenn der Stadtrat politische Symbole für die Stadtgesellschaft setzt. Es müssen nur die richtigen Symbole sein, damit sie glaubwürdig und wirksam sind. Wenn man zerschlagene Fensterscheiben und einen Buttersäureanschlag jedoch in Verbindung bringt mit, Zitat aus Ihrem Antrag, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Maßgabe kommunalpolitischer Arbeit, Zitat Ende, dann unterstellt man implizit einen Zusammenhang
oder eine Verbindung zwischen der Tat und der Stadtratsarbeit, zwischen den Tätern und den im Stadtrat vertretenen politischen Kräften. Irgendeinen Beleg für diese Unterstellung bleiben Sie natürlich schuldig. Sie räumen in der Begründung des Antrags ja selbst ein, dass Erkenntnisse darüber ausstehen und Sie sich nur im Bereich von Vermutungen bewegen. Und damit scheint mir das als Symbol doch eher untauglich. Ich möchte an dieser Stelle eins klar sagen. Als Vertreter einer Partei, von der sehr viele kommunale MandatsträgerInnen in Sachsen schon Opfer von gewalttätigen Übergriffen geworden sind. Wir dürfen Übergriffe auf KommunalpolitikerInnen natürlich nicht dulden. Aber das gilt nicht deshalb, weil KommunalpolitikerInnen etwas Besonderes wären, etwas besonders Schützenswertes, sondern wir dürfen es genauso wenig dulden, wie wir gewalttätige Übergriffe auf Obdachlose, auf Roma, auf dunkelhäutige Menschen, auf behinderte Menschen, auf Asylsuchende, auf Juden oder Muslime dulden dürfen. Und wir dürfen rassistische und menschenfeindliche Hetze auch nicht dulden, sondern müssen ihr entgegentreten, weil solche Hetze solche Übergriffe befürwortet. Und deshalb bitte ich die CDU sehr herzlich, über die richtigen Symbole in dieser Sache noch einmal nachzudenken. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Frau Frohwieser, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste hier in der Halle und im Stream. Wir diskutieren jetzt hier heute zum Thema Gewaltfreiheit als unverhandelbare Grundlage politischer Meinungsbildung. Für mich und für meine gesamte Fraktion ist Gewaltfreiheit eine unverhandelbare Grundlage politischer Meinungsbildung. Für mich persönlich, erlauben Sie mir diese Nebenbemerkung, ist Gewaltfreiheit generell unverhandelbare Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Ich lehne zutiefst jegliche Form von Gewalt gegen Mitmenschen ab. Als zivilisierte Menschen verbietet es sich, jegliche Form von körperlicher oder seelischer Gewalt einzusetzen. Für zivilisierte Menschen verbietet es sich, im politischen Streit, sei er auch noch so groß, den Mitmenschen persönlich zu verunglimpfen. Für zivilisierte Menschen verbietet es sich, andere zum Mord an Mitmenschen aufzurufen. Und für zivilisierte Menschen verbietet es sich, insbesondere dann, wenn sie Deutsche sind, Scheiben einer Buchhandlung einzuwerfen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass es in der deutschen Geschichte Zeiten gab, in denen das nicht galt. Werte Stadträtinnen und Stadträte, diese aktuelle Debatte kommt eigentlich mindestens 3 Jahre zu spät. In den vergangenen 3 Jahren hat sich die Zahl der registrierten Angriffe auf Amts- und Mandatsträgerinnen verdoppelt. Der Hass bricht sich täglich Bahn, persönlich oder digital. Hass ist keine Meinung. Wo fangen wir diese Debatte heute hier über Gewalt an? Beim Schubsen am Infostand? Beim eingeworfenen Schaufenster? Beim tätlichen Angriff auf die syrischstämmige Stadtbezirksbeirätin? Beim brennenden Auto? Oder fängt Gewalt schon viel früher an, bei der schleichenden Normalisierung von Worten, die vor wenigen Jahren noch unsagbar waren in unseren Parlamenten und auch hier? Bei der Beleidigung? Bei der Morddrohung in einer Mail? Bei der Hetze im Netz, bei der ich auch an manchen hier im Raum zweifle? Bei der beschmierten Werkstatt? Beim Mordaufruf auf einer Demo? Hass ist keine Meinung. Das unterscheidet Demokratinnen und Demokraten von extremen Rechten. Hass gefährdet die Grundfeste unserer Demokratie. Und die Risiken für unsere Demokratie, so sagte Bundespräsident Steinmeier, beginnen nicht erst bei justiziablen Vorfällen. Bereits im März 2018 hat Bundespräsident Steinmeier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu einem Gespräch über Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen eingeladen. Inzwischen gibt es das Portal Stark im Amt. Das ist ein starkes Signal. Denn wir als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker benötigen die gemeinsame Gegenwehr, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Hinter solche Erfolge, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir in Dresden nicht mit einer bloßen Erklärung einer vielleicht nicht ganz so aktuellen Debatte zurückfallen.
Ich bin überzeugt, auch die, die jetzt noch nicht gesprochen haben, alle werden heute hier in dieser aktuellen Debatte erklären, außer jenen, die hier, weil sie keiner Fraktion angehören, nicht sprechen dürfen, dass sie Gewalt ablehnen. Aber werte Stadträte und Stadträte, jetzt reden wir über uns selbst. Wenn wir diese aktuelle Stunde hier ernst nehmen, dann müssen wir jede Gewalttat, zum Beispiel gegen eine Frau durch ihren Partner, genauso ernst nehmen, jeden rassistischen Anschlag, jeden Molotow-Anschlag gegen ein linkes Wohnprojekt, jeden Farbanschlag auf ein islamisches Begegnungszentrum. Wenn wir uns heute hier davon distanzieren, dass Stadträtinnen und Stadträte angegriffen werden, dann dürfen wir nicht schweigen, wenn in unserer Stadt Menschen alltäglich Hass, Bedrohung, Gewalt erleben, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Glaubens, ihres Geschlechts, ihrer Lebens- und Liebensweise oder aus anderen Gründen. Wenn wir diese aktuelle Debatte hier ernst nehmen, müssen wir klar, laut und deutlich eingestehen, wir hätten solche Debatten schon in der Vergangenheit viel früher führen müssen. Werte Stadträtinnen und Stadträte, wo bleibt die Distanzierung derjenigen hier unter uns, die selbst an solchen Demonstrationen teilnehmen, auf denen gegen ein Mitglied unseres Rates Aufhängen gerufen wird? Das gilt dann unter Meinungsfreiheit, unter Demonstrationsfreiheit? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist ein Wort, das aktuell in unserer Gesellschaft wahrlich verbogen und missbraucht wird. Sehr viel ist in unserem Land von Meinungsfreiheit gedeckt. In der Demokratie müssen wir das aushalten. Aber wir müssen nicht alles, was gesagt wird, ohne Widerspruch tolerieren. Wir dürfen kritisieren, wir dürfen zurückweisen, wir dürfen widersprechen. Und es gehört auch dazu, dass wir selbst entscheiden dürfen, mit wem wir zusammenarbeiten. Die SPD-Fraktion ist an dieser Stelle ganz klar. Wir sprechen niemandem ab, dass er oder sie demokratisch gewählt wurde. Wir respektieren das Votum der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, offiziellen Terminen, in denen wir damit umgehen. Wir sperren niemanden von einer Ausschusssitzung aus. Wir hören uns an, was jeder oder jede sagt. Jeder kann Anträge stellen, über die wir hier entscheiden. Darüber aber hinaus entscheiden wir selbst, mit wem wir zu einem Gespräch einladen, mit wem wir koalieren, mit wem wir Bündnisse einschließen. Denn für uns als SPD-Fraktion gibt es vor allen Dingen drei unverhandelbare Grundlagen politischer Meinungsbildung. Das ist erstens Gewaltfreiheit, das ist zweitens die Achtung und Wahrung universeller Menschenrechte für alle Menschen und das ist drittens eine klare Distanzierung von völkischen und nationalistischen, fremdenfeindlichen Ansinnen. Jetzt ist leider meine Redezeit abgelaufen. Ich hätte gerne noch etwas zu den Vorschlägen gesagt, die wir konkret als SPD-Fraktion im Ältestenrat gemacht haben. Hier sind Behauptungen aufgestellt worden, denen ich entschieden widersprechen möchte. Das ist jetzt hier aus einer nicht öffentlichen Sitzung im Raum, deswegen widerspreche ich dem jetzt noch. Niemand hat gesagt, eine solche Erklärung nicht unterschreiben zu können. Es gab sehr konkrete Vorschläge. Frau Schanetzki war gerade eine, die dazu auch etwas gesagt hat. Ich habe auch noch ein paar auf meinem Zettel. Lassen Sie uns im Anschluss an diese aktuelle Debatte gemeinsam darüber sprechen, wie wir diese gemeinsam angehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vogeler. Für die FDP-Fraktion, Herr Zastrow, bitte. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter erster Bürgermeister, ist in den Debattenbeiträgen vorher schon sehr viel Richtiges gesagt worden und das allermeiste war kein Quatsch, lieber Herr Mattis oder lieber Herr Bürgel, den Sie zitiert haben, sondern gut, dass es mal ausgesprochen worden ist und ich finde es auch nie richtig, wenn man da in der Zeitung das so ein bisschen runter macht. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Konsens hier in dem Raum besteht, dass natürlich wir alle gegen Hass und Gewalt sind. Würde ich bei keinem einzigen zweifeln und ich sehe auch nicht, dass dieser Stadtrat, die Fraktionen, die einzelnen Stadträte schweigen, wenn irgendwo in dieser Stadt Vorfälle sind. Ich hoffe nur, dass dieser Konsens immer gilt und zwar egal von welcher Seite Hass und Gewalt uns erreichen und egal wen es trifft, egal von wem er kommt. Das muss Konsens sein. Hass und Gewalt sind nie akzeptabel, nie tolerabel und gehören einfach strafrechtlich verfolgt. Basta, so ist es. Darum geht es, meine Damen und Herren. Ich habe mich gefragt, bei der Vorbereitung auf die Debatte,
ob das schlimmer geworden ist in den letzten Jahren. Ich mache schon sehr lange Politik und war 20 Jahre Chef der FDP seit 1999 und mich begleitet das schon immer. Und ich bin weit davon entfernt, in Selbstmitleid zu verfallen, weil ich glaube, alle, die so lange und auch sehr intensiv und auch öffentlich Politik machen, wissen das. Du bist immer Anfeindung ausgesetzt, du bist immer Verleumdung ausgesetzt. Da, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe über das, was ich erlebt habe, wird das einige Seiten füllen können. Und es gibt auch schlimmere Übergriffe. Über die Anschläge auf mein Wahlkreisbüro in Pirna, was ich zweimal erlebt habe, als ich noch im Landtag war, wurde nie geschrieben. Über die unendlichen Farbbeutelanschläge auf das liberale Haus in der Radeburger Straße, letztes noch gar nicht her, ne, vor anderthalb Jahren, flogen wieder mal Farbbeutel, das ist ja auch keine große Meldung wert gewesen. Aber es ist halt so, wir leben damit und das ist abzulehnen und trotzdem kann ich noch immer sagen, ich hoffe, dass man die Täter fasst. Manchmal gelingt das, aber nicht immer. Warum uns das vielleicht so vorkommt, als wenn das mehr geworden ist, liegt schlichtweg an der Berichterstattung, liegt an den sozialen Medien, wo natürlich viel, viel mehr passiert und vor allem auch das, was wir als Hass und Hetze über die sozialen Medien erfahren, bewegt uns alle sehr. Ich sage mit meiner Erfahrung, es bewegt uns zu sehr und ich empfehle allen, die davon betroffen sind, einfach mehr Gelassenheit, weil sie es nicht in den Griff kriegen werden. Ich empfehle einfach mal Kommentare nicht zu lesen. Ich empfehle einfach mal Kommentare wegzuklicken und sich nicht auf eine Debatte einzulassen. Wenn mir jemand zu blöd kommt, bups, Löschtaste weg. Ich werde meine Lebenszeit nicht mit Männern verbringen, die einsam nachts vor ihrem PC sitzen und ihren Lebensfrust mir mitteilen. Das mache ich nicht. Und ich werde mich auch nicht länger als jetzt diese 10 Sekunden mit jemandem beschäftigen, der nach eindeutig etwas zu viel Rotwein, wahrscheinlich auch nachts, frivole Bildchen minderer Qualität auf Stadtratsanträge pinselt. Nein, sorry, ich werde es nicht tun, dafür ist mein Leben zu schade. Wenn ich das immer machen würde, wäre ich gut beschäftigt. Liebe Freunde, deswegen, es ist nun mal so in der freien Gesellschaft, in der weiten Welt des sozialen, asozialen Medien, muss man ja leider sagen, können auch viele anonym auftauchen. Das werden wir alle nie ändern, sondern ich glaube, das empfehle ich jetzt mal als langjähriger Politiker, auch den Jüngeren, man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen und sich auch einen Mantel aufzubauen. Ansonsten, wenn sie das alles so sehr mitnimmt, dann wird es nichts werden. Das Thema, Sie haben ja vorhin gesagt, Frau Czarnecki, manche werden stumm. Ich bin nie stumm geworden und werde es auch nicht sein. Ich ertrage das tapfer und so wird es auch weiter sein. Ich freue mich über Ihre Initiative zur Debattenkultur. Allerdings ist der Tiger natürlich ganz, ganz kurz gesprungen und aber direkt nach dem Sprung auch schon wieder gelandet. Das funktioniert natürlich so nie. Wir sitzen im Ältestenrat, Frau Fiers-Jene war dabei, und wir reden darüber, was können wir tun. Eine gemeinsame Erklärung, wie auch immer. Und Sie haben irgendwie 1-2 Stunden vorher eine Pressekonferenz zum ganz ähnlichen Thema und Sie sagen uns das nicht? Das ist keine Form von Kultur. Das ist nicht gut. Das sage ich ganz ehrlich. Naja, so ganz ernst gemeint wird es nie gewesen sein, sondern es ging halt doch um den Effekt. 15 Frauen, ganz toll, gar keine Frage, allen Respekt. Wir durften ja nicht mitmachen, weil wir leider, sage ich ganz absichtlich, nur Männer sind. Wissen Sie was, wenn wir über Debattenkultur reden, dann müssen wir auch miteinander reden. Da kann man auch durchaus sagen, na wisst ihr was, wir haben da eine andere Initiative, die läuft vielleicht schon länger und die wollen wir jetzt auch an den Mann oder an die Presse bringen, ist ja alles nachvollziehbar. Aber dann hinterher, wenige Minuten danach, erfährst du, was da gelaufen ist. Und die Presse hatte ja, wie ich erfahren habe, noch eine Sperrfrist. Aber das ist schon alles locker. Liebe Kollegen, ich würde sagen, das, wo es wirklich um Hass und Gewalt geht, sollten wir streng sein, klar sein, da habe ich hier keinen Zweifel. Was die Debatten hier betrifft, sollten wir uns unserer Vorbildwirkung gewiss sein, aber auch nicht zu empfindlich, meine Damen und Herren. Das ist nun mal die Bühne. Hier zeigen wir auch die Unterschiede zwischen uns vielen Stadträten, uns vielen Politikern. Und da darf es auch mal
da darf es auch mal ein bisschen zugespitzt zugehen. Ich erinnere an Joschka Fischer, ich erinnere an Herbert Wehner und viele andere. Das waren die spannenden Debatten. Herr Zastrow, Ihre Bühnenzeit nähert sich dem Ende. Ja. Aber da die Rede ja gut ist, kann ich ja noch... Also deswegen sind wir nicht zu empfindlich. Ein bisschen mehr Respekt, ich kann Ihnen nur eins sagen als letzte Bemerkung. Auch die eine Debatte, auf die sich das bezog, war auch aus unserer Fraktionssicht nicht ganz glücklich. Aber wir haben darüber in der Fraktion wirklich gesprochen und auch unsere Lehren daraus gezogen. Wir machen das. Liebe Freunde, das Einzige als letzten Satz, wir sind hier Vorbilder. Und was mir Sorgen macht, ist, wenn Kritik, schlimme Kritik, schlechter Stil in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Auf das, was die Bürgerinitiative Fernsehturm gemacht hat, diese Verleumdung, die ich letztens mal hier vorgelesen habe, habe ich von dieser Stelle aus darum gebeten, dass sie sich erklären, vielleicht auch entschuldigen. Es ist bis heute nichts angekommen. Und das sind nie die Ränder, sondern die Mitte der Gesellschaft, die schon zu Methoden greift, die ich zum Teil nur von Rändern kenne. Und das ist gefährlich und das sollten wir nie zulassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Zastrow. Die Fraktion Freie Wähler hat das Rederecht abgetreten an Herrn Bernig, den ich herzlich willkommen heiße. Und nach vorne bitte. Herr Bernig, im Rahmen der Aktuellen Stunde haben Sie 5 Minuten Redezeit eingeräumt durch die Fraktion Freie Wähler. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren. Im Oktober 2020 haben mein Schriftstellerkollege Uwe Tellkamp und ich ein Statement abgegeben und darin haben wir festgestellt, dass es eine Verwahrlosung und gewalttätige Aufladung der Berichterstattung und Kommentierung gibt, wenn über Positionen und Menschen geschrieben wird, die sich kritisch zu problematischen Entwicklungen in diesem Land äußern. Sei das zu Fragen der Meinungsfreiheit, der Verquickung von Politik und Medien, der Migrationspolitik, der Erscheinung des Islams in unserer Gesellschaft oder der Beschneidung verfassungsmäßig festgeschriebener Freiheiten. Im Oktober fragten wir, wohin soll das führen? Was soll der Schritt sein, der auf derlei verbale Attacken folgt? Nun hat es eine Antwort auf diese Frage gegeben. Den nächtlichen Überfall auf das Buchhaus Loschwitz in Dresden. Und die Polizei ermittelt eben nicht wegen einer Sachbeschädigung, sondern wegen eines Sprengstoffanschlags. Und jetzt stellt sich dann unsere Frage nicht immer noch, welchen Folgeschritt soll es denn nun auf diese Attacke geben? Oder verdrängen wir diese Frage, weil es schon nicht so schlimm werden wird? Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, könnte man sagen, ist ja nichts Neues. Zyklisch wiederkehrende Zuckungen, die unsere modernen westlichen Gesellschaften in Konvulsion bringen. Die Französische Revolution brachte den jakobinischen Terror hervor. Ja, ist ohne ihn nicht zu haben. Die Sozialistische Revolution ist ohne bolschewistischen Terror und Gulag nicht zu haben, wie auch die Nationalsozialistische Revolution ohne Terror und Verfolgung bis zur Vernichtung nicht zu haben ist. In allen gemein ist aber das Postulat der Errichtung einer besseren Welt. Um dorthin zu gelangen, ermächtigt man sich, greift man zu totalitären Mitteln. Und eines davon ist der Schrecken, der Terror, hervorgerufen von verbaler wie physischer Gewalt. Gewalt in der politischen Auseinandersetzung soll verunsichern, soll den Widerstand eines tatsächlichen oder vermeintlichen Gegners, wenn nicht gar Feindes, schwächen oder brechen. Den Widerstand auf dem Weg zu einer besseren Welt können die ideologisch Durchdrungenen nicht nur nicht gebrauchen, sie können ihn schlichtweg nicht dulden. Über das politische, ideologische und religiöse Spektrum unseres Gemeinwesens verteilt finden sich auch heute Akteure, die zu Gewalt, Angst und Schrecken, also zu Mitteln des Totalitären greifen, zur Durchsetzung ihres Willens. Im Land regt sich seit einiger Zeit die Debatte um die Beschränkung von Freiheiten, die in der Verfassung verbrieft sind. Eine von ihnen ist die Meinungsfreiheit. Wenn wir aber genauer nachdenken, dann müssen wir zu dem Resultat kommen, dass sich in unserem Land und darüber hinaus in der westlichen Welt die Debatte um die Freiheit regt. Sie wird eingeschränkt, gegängelt, mit Vorbehalten versehen und ja, auch das angegriffen, nämlich dort,
wo die einen den anderen den Raum ihrer Freiheit beschädigen oder zerstören wollen. Albert Camus, der französische Schriftsteller und Nobelpreisträger, wenn das hilft, sagte in einer Ansprache am 10. Mai 1953, bei uns in Westeuropa steht die Freiheit offiziell hoch im Kurs. Nur gemahnt sie mich unwillkürlich an jene arme Verwandte, die wir in gewissen bürgerlichen Familien begegnen. Die Verwandte ist verwitwet, sie hat ihren naturgegebenen Beschützer verloren. Also hat man sie aufgenommen, ihr ein Dachstübchen zugewiesen und ihr Zutritt zur Küche gewährt. Zuweilen zeigt man sie sonntags in Gesellschaft vor, um zu beweisen, dass man der Tugendhaftigkeit nicht entbehrt und kein Unmensch ist. Aber im Übrigen und insbesondere bei feierlichen Anlässen ist sie gebeten, die Klappe zu halten. Soweit Albert Camus. Susanne Dagen hat nun, die einen mögen die Ansicht teilen, die anderen nicht, dieser Freiheit quasi in ihrem Wohnzimmer einen Platz eingeräumt. Die Freiheit, die wir haben und die uns von niemandem gegeben werden kann, besteht heute zunächst einmal darin, auf Euphemismen zu verzichten und nicht nach politischen, ideologischen oder religiösen Rechtfertigungen für Gewalt zu suchen, sondern diejenigen, die uns allen verbal und physisch Gewalt antun, als das zu bezeichnen, was sie sind. Akteure des Totalitären. Denn wir sind, und nochmal Albert Camus, gewiss, dass die Freiheit kein Geschenk ist, das man von einem Staat oder von einem Führer empfängt, sondern ein Gut, das Tag um Tag erkämpft sein will, durch das Bemühen jedes Einzelnen. Der Anschlag vom 19. April 21 auf das Buchhaus Loschwitz ist ja nicht nur ein Anschlag auf Personen und einen Kulturort. Die zielgerichtet eingesetzte Gewalt sollte Angst und Schrecken verbreiten. Sie soll einschüchtern und einen Herrschaftsraum markieren. Und wer sich dessen selbstherrlich gezogenen Grenzen nähert, soll sie zu spüren kommen, die Gewalt. Und diese Drohung, die meint uns alle hier. Ungeachtet, ob wir Tat und Täter verabscheuen, ja, sogar ungeachtet, ob wir Tat und Täter sympathisch finden. Wir alle sind gemeint. Unser aller Freiheit ist gemeint. Vielen Dank. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde darf ich kurz für die Verwaltung sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können das Klima der Welt nicht retten, aber wir können verdammt nochmal unseren Beitrag dafür leisten. Wir können nicht dafür sorgen, dass es Frieden überall in der Welt gibt, aber wir können unseren Beitrag dafür leisten. Und genauso können wir nichts dafür tun, dass es auf der Welt keine Gewalt gibt und dass sich alle Menschen anständig zueinander verhalten. Aber wir können unseren Beitrag leisten. Sie können das im Stadtrat untereinander, wir können es in der Verwaltung. Stadtrat und Verwaltung können miteinander zusammenarbeiten. Stadtrat, Verwaltungsspitze gemeinsam können ordentlich mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung umgehen. Und wir können auch dafür werben, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben indem sie ihren Dienst draußen im Außendienst in Dienstzimmern telefonisch verrichten, nicht dafür, dass sie die Aufträge des Gesetzes oder des Stadtrates oder des Oberbürgermeisters erfüllen, ihrerseits angegriffen oder angepöbelt sind. Es ist eine ganze Reihe von Aufgaben, die für uns gegeben sind, für die es keine allgemeingültige und schnelle Lösung gibt, die auch nicht in einer einzelnen Aktuellen Stunde erzielt werden kann. Eine Aktuelle Stunde wie diese und auch die Vorbereitung dazu, die wir im Ältestenrat an anderer Stelle haben, sind aber eine kleine Grundlage, nochmal einen Moment innezuhalten. An all dem Unfug, der geschieht, sind nicht nur diejenigen schuld, die ihn begehen, sondern auch diejenigen, die ihn nicht verhindern. Erich Kästner, als einer insbesondere jüngeren Menschen sehr bekannter Dresdner, hat damit eigentlich die Weichenstellung gezeigt, dass man an die Eigenverantwortung und das Handeln
erinnert, dass es eben eine Sache ist, zu beklagen, was andere machen, aber vor allen Dingen die zentrale Frage stellen, was können wir gemeinsam, was kann jeder Einzelne dafür tun? Wie ich es eingangs sagte, ist die Organzuständigkeit des Stadtrats, die Selbstverwaltungskompetenz der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nicht so umfassend, dass wir alle Probleme lösen können. Ich glaube aber schon, wenn wir genau die Probleme, die in unserer Zuständigkeit, die in unserer kommunalen Gebietskörperschaft und das Klima in unserer Gebietskörperschaft angeht, wenn wir die ein Stück weit weiter lösen, haben wir ein gutes Stück davon gefasst. Einen ersten Beitrag können wir heute liefern, dass wir die Debatte in ordentlicher Form beenden, dass wir möglichst viel und möglichst konstruktiv auch schaffen und dass wir die eine oder andere Anregung mitnehmen für den weiteren Diskussionsprozess. Denn wie ich es bereits sagte, auch im Ältestenrat, die Debatte ist noch nicht beendet. Und für mich ist das keineswegs Symbolpolitik, wenn man einen Moment innehält und sagt, wir wollen Dinge, nur weil sie selbstverständlich sind, vielleicht doch nochmal wiederholen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass die gemeinsamen Werte, die uns verbinden, deutlich größer sind als die Dinge, die uns trennen. Und wenn es wirklich deutliche Dinge sind, die uns ab und zu trennen, dann muss man sie nicht nach vorne stellen, sondern vor allen Dingen das Gemeinsame drin und tolerant gegenüber denjenigen sein, die anders sind. Man kann Dinge nicht verlangen, die unmöglich sind. Jetzt von heute auf morgen, lieber Herr Zastro, ein weibliches FDP-Mitglied zu schaffen, bedarf des Wählers oder der konstruktiven Mitwirkung des Standesamtes, dann kriegen wir das hin. Aber es ist schon ein Punkt, dass wir sagen müssen, genau das soll wieder sein, was verbindet uns darüber hinaus. Und wie gesagt, das ist eine ganze Menge, gehen wir das gemeinsam an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt steigen wir in die weitere Abarbeitung der Tagesordnung ein.